Templars heißt diese Stadt hier, die erste Stadt, die wir erobert haben auf Pandora. Auf diesem fernen Planeten, nachdem auch dieses Spiel hier benannt ist. Herzlich willkommen zum Let's Play und zur Schlacht. Zu einem Krieg, dem ersten, den wir führen gegen... Ja, wir dachten zuerst ja, wir würden einen Krieg führen gegen die Noxium-Gesellschaft, gegen dieses Kartell, gegen diesen großen Konzern, die gelbe Fraktion hier. Die hat hier drei Städte gehabt, Lehmann, Templars und weiter im Norden auf diesem anderen Kontinent hier Goldschmitz, eine Stadt. Ihr seht schon, das sind nicht mehr die Originalfarben, die sind nicht mehr gelb, denn wir wurden überrascht und mehr noch natürlich die Noxium-Gesellschaft durch den Lichtorden, durch die religiösen Fanatiker, diese Lilla-Fraktion, die der Noxium-Gesellschaft Goldschmitz abgenommen hat, dann nach Süden gefahren ist, über diese Meeresenge, über diesen kleinen Ozean hinweg. Und wir hatten uns die ganze Zeit auf einen Angriffskrieg gegen die Noxium-Gesellschaft vorbereitet, wollten Templars angreifen, hatten den Nicht-Angriffspakt aufgekündigt, den wir mit dieser Gesellschaft hatten, haben dann einen Countdown durchgeführt, von 5 auf 0 Runden runtergezählt, denn erst 5 Runden nach Ende eines Nicht-Angriffspaktes kann man der aufgekündigten Fraktion den Krieg erklären. Doch dann kam uns der Lichtorden, kamen uns die religiösen Fanatiker zuvor, indem sie Templars erobert haben. Und das war natürlich ein glücklicher Zufall für uns, denn das ist die einzige Fraktion hier, die hier auf Pandora, mit denen wir keinen Nicht-Angriffspakt hatten. Das heißt, wir konnten sofort Ende der letzten Folge hier angreifen und Templars erobern. Eigentlich eine schöne Sache, oder? Aber, alles Gute birgt auch einen Keim des Schlechten in sich. Und damit meine ich nicht das Böse, was unsere Seele belastet, weil wir hier diesen Angriffskrieg, diesen unprovozierten Angriffskrieg begonnen haben, sondern damit meine ich etwas taktisch Schlechtes oder Riskantes für uns. Beispielsweise den hier, den Avenger-Panzer, einen starken Panzer des Lichtordens, 4,4 Stärkepunkte, und der steht direkt in der Nähe von Eiserz, dieser Stadt von uns, die notdürftig bewacht wird durch eine Kolonialsoldaten und eine Garnison, beide leider ausgestattet mit Waffen, die einen Malus bringen im Kampf gegen mechanische Einheiten wie den Panzer und auch nur eine geringe Kampfpunktzahl bringen diese Einheiten mit gar nicht gut. Es kann also sein, dass wenn der Avenger-Panzer von einer klugen KI, einer klugen künstlichen Intelligenz gesteuert ist, dass die uns dann gleich kontern und versuchen, Eiserz wegzunehmen. Und wir haben zwar hier diese Schiffe, den Barracuda beispielsweise, sehr stark, der kann da hinfahren, aber das sind 1, 2, 3, 4 Geländefelder. Könnte klappen, oder? Sind wir da in einem Zug drin? Das könnten wir natürlich machen. Und das werden wir auch machen. Okay, dann bin ich da schon mal ein bisschen beruhigt. Aber wir müssen uns auch noch um zwei andere Einheiten des Feindes kümmern. Hier dieses Barracuda-Wasserfahrzeug. Auch der Gegner hat solche Fahrzeuge, aber das ist ja der Vorteil dieses Features hier, dieses Einheitenbaukastens, der Werkstatt, in dem man fast schon beliebig seine Einheiten zusammenkombinieren kann, je nachdem, zu welchem Zweck die dienen sollen oder wie der individuelle technologische Fortschritt der eigenen Fraktion ist, welche Komponenten da freigeschaltet worden sind. Wo Barracuda-Wasserfahrzeug draufsteht, ist nicht dasselbe drin wie bei uns. Unser Barracuda ist stärker, weil wir da stärkere Waffenkomponenten verbaut haben. Beispielsweise eine Titanpanzerung, über die der Barracuda, der des Lichtordens, nicht verfügt. Aber hier ein anderer Avenger-Panzer, der ist wieder relativ stark und hat auch einen Hammerhead-Raketenwerfer und damit einen Kampfbonus gegen mechanische Einheiten wie unsere Schiffe beispielsweise. Trotzdem hilft alles nichts. Wir müssen wohl oder übel hier angreifen. Aber auch ein Augenmerk darauf haben, was vom Norden kommt. Denn die werden ihre Truppen Richtung Süden schicken. Haben sie sich ja teilweise schon. Die sind ja immer noch im Kampf gegen die Noxium-Gesellschaft und treffen jetzt halt auf einen anderen Feind, nämlich auf uns. Und wir müssen versuchen, mit unseren Barracuda-Schiffen die Hoheit, die Seehoheit zu haben hier auf der Meeresenge, um abzufangen, was an Militärtransportern, was an Landeinheiten an Bord von Transportern in den Süden kommen könnte, um uns zu bedrohen. Alles sehr, sehr wichtig. Okay. Das Erste, was wir machen, ist aber hier reinzuziehen in diese Stadt.
Weiß ich noch nicht. Ich mache was anderes. Ich werde auf jeden Fall hier in Eiserz diese adaptiven Bunkerwände für teuer Geld kaufen. Das ist ein Verteidigungswall. Bringt plus 50% Stärke für verteidigende Einheiten. Kaufe ich mir für 181 Credits. Wir haben hier 436 auf der hohen Kante. Sind die jetzt noch nicht da, die Welle? Aber zu Beginn der nächsten Runde sind die da. Okay. So, jetzt aber. Hier, diesen Avenger-Panzer, den anzugreifen mit unseren Fußtruppen, bringt gar nichts. Dann gehen die nur bei drauf. Die sind nicht stark genug dafür. Da müssen wir wohl oder übel hier einen Barracuda opfern für diesen Angriff. Und ihr seht, es ist riskant. Effizienz 62% beim Angriff ist nicht allzu hoch. Geschätzte Verluste 87%. Ich wage es mal trotzdem. Ist immer so ein gewisser Zufallswert auch drin. Und ihr seht, ganz knapp haben wir das geschafft. Ganz knapp hat das funktioniert. Der ist ausgeschaltet und der ist natürlich stark angeschlagen, der Barracuda, hat aber überlebt. Und jetzt können wir natürlich auch zuschlagen hier gegen dieses zweite Barracuda-Wasserfahrzeug mit den... Nee, das werden wir nicht schaffen. Auch hier gilt, unsere Fußtruppen sind nicht stark genug dafür. Da werde ich wohl über hier einen solchen Barracuda benutzen müssen für einen solchen Angriff. Das hat schon mal besser funktioniert. Jetzt ist die Frage, versuchen wir den hier anzugreifen? Ziehen wir hier rein? Der wird wahrscheinlich vernichtet werden, wenn der angreift. 6,6 Punkte, der hat 4,4, hat aber so viel Kampfboni. Das ist riskant, das mache ich mal nicht. Ich lasse den mal angreifen. Ich opfere lieber, falls der Avenger hier angreifen sollte, eine der Fußsoldaten, die die Stadt verteidigen. Ist ja nur ein Angriff pro Runde möglich. Und falls er dann geschwächt ist, dann könnte ich vielleicht mit dem Barracuda zurückfighten in der nächsten Runde. Das wäre eine Möglichkeit. 1, 2, 3, 4 Felder. Dann ziehe ich den mal ein Feld vor und lasse ihn... Achso, wie schnell ist der eigentlich, der Avenger hat? 2 Punkte, dann kann ich ihn ruhig hier hinziehen, ohne dass der angegriffen werden kann. Ich stelle ihn mal hier hin und setze mal eine Runde aus. Okay. Und jetzt werde ich natürlich hier meine Garnison, die hier steht, in die Stadt reinsetzen. Ist passiert. Hier habe ich noch eine Garnison. Kommt hier... Ach, die kann ich reinziehen, weil die ja gerade angegriffen hatte. Okay. Ja. Hier, ein Barracuda-Fahrzeug ist gerade fertig geworden in Wunderblume. Ziehe ich Richtung Norden und wollen mal schauen, was wir eventuell noch abfangen können an gegnerischen Truppen. Hier hatten wir einen Avenger-Panzer eingestellt. Ich werde mal stattdessen lieber nochmal einen Barracuda einstellen, weil wir, wie gesagt, wir brauchen die Seehoheit. Das ist mir wichtiger. Das ist mir wichtiger, ja. Okay. Sonst alles klar? Ich denke schon. Hier stehen zwei Truppen noch. Die können wir beide noch bewegen. Den auch. Die Frage ist, wohin? Der Avenger-Panzer kann nicht direkt angreifen. Wie gesagt, hier sind drei drin. Drei Einheiten gleich mit der hier. Dann riskant. Also hier beispielsweise reinsetzen könnte ich nicht, weil vom Land aus kann man Seeeinheiten angreifen. Also wassern kann ich den jetzt nicht. Ich ignoriere mal Lehmann, die Stadt hier. Also ich hatte ja eigentlich vor, die jetzt mir auch nur zu holen, aber mache ich im Augenblick nicht. Mache ich im Augenblick nicht. Jetzt geht es erstmal darum, aufzupassen, dass ich mich gegen die Angriffswelle des Lichtordens, der jetzt kommt, behauptet. Ich habe mit Templars die große Stadt erobert. Wenn hier nur so eine kleine noch übrig bleibt, ist das im Augenblick nicht schlimm. Dann werde ich mal mit der Garnison, wenn ich die hier hinziehe, dann hat die 1, 2, 3, 4, um hier hinzuziehen. Das ist okay. Dann ziehe ich hier mit der Garnison und mit dem Kolonialsoldaten ebenfalls hierhin. Okay. Jetzt haben wir alles im Lot. Denke ich mal, hoffe ich. Hoffentlich ist keine Erkundungseinheit des Lichtordens irgendwo unterwegs und greift eine unserer Städte an. Ist vielleicht da im Begriff, hier das Meer zu erkunden und zieht dann rüber. Wäre natürlich übel. Wissen wir aber nicht. Müssen wir einfach mal abwarten. Eine Runde weiter. So, die ist jetzt hier angekommen, die Garnison. Okay. So. Was hat der Avenger-Panzer gemacht? Ach, blöd. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wo der hingezogen ist.
Oh, Lady Vermilion hat Frieden geschlossen mit Direktor Preston. Das heißt, die gelben und die lila Version, Fraktion, haben jetzt Frieden. Das ist natürlich auch nicht so gut. Oder? Ja, ist das gut oder schlecht? Vielleicht wird dadurch die KI, die die religiösen Fanatiker steuert, etwas weniger angelockt, Richtung Süden zu ziehen. Lehmann hat 4 Einwohner. Hatten die nicht eben noch nur 2? Habe ich gerade irgendwas verpasst? Sehr seltsam. Kann ich mir jetzt gar nicht erklären gerade. Oder ich habe mich gerade verguckt. Wer weiß. So, jetzt wollen wir aber mal... Wohin ist dieser Avenger-Panzer unterwegs? Wir müssen einfach mal abwarten. In allen Städten stehen mittlerweile diese adaptiven Bunkerwände. Das ist ja schon mal sehr positiv. Hier in Templars glaube ich nicht. Werde ich jetzt aber einen hier zum Bau reinstellen. Das ist mein Bauauftrag. Okay. 99 Runden dauert lange. Wird auch kaum beschleunigt. Kann ich auch nicht kaufen. Brauche 256 Credits. Im Augenblick erwirtschafte ich nur ein Negatives hier. Das ist gar nicht gut. Nahrung ist ja auch stark im Keller. So, jetzt habe ich hier alle 3 Nahrungsfelder, die 3 Nahrung abgeben durch Bauern jeweils bewirtschaftet. Das ist, glaube ich, ganz positiv. Okay. Ja, da kann ich jetzt nur abwarten. Also, dann ziehe ich mal die Garnison hier rüber. Na? Achso, der kann nicht noch einen weiterziehen, nein. Hier mit dem Barracuda ziehe ich Richtung Norden auf der Suche nach einer Einheit des Gegners eventuell. Da ist beispielsweise einer, schaut mal hier, ein Barracuda Wasserfahrzeug, ein 4er, 4,4, wir haben 6,6, wir haben Titanpanzerung und eine Lenzkanone. Autsch, der hat einen Hammerhead, Raketenwerfer, bringt Stärke gegen Mechanische, das ist nicht gut. Ist trotzdem aber, weil er keine Panzerung hat, etwas schwächer als wir. Ist doof. Doof, dass wir diese Waffen nicht haben. Ist der hier angeschlagen? Ja, der ist angeschlagen. Der halt schneller in einer Stadt. Dann ziehe ich den mal hier in diese Stadt rein. Und klicke auf Heilen. Und der ist sowieso ganz stark angeschlagen. Der geht auch in die Stadt rein. Klicke ich auch auf Heilen. Hier das Schiff dagegen. Das ist komplett gesund. Sofern ein Schiff gesund sein kann. Also es ist halt nicht beschädigt. Und hier haben wir noch den Colonial Trooper. Mit dem ziehe ich ebenfalls hier hin. Genau. Okay. Mit dem Former, der setze ich weiter eine Runde aus. Das ist die eine, mit der man Geländemodernisierung durchführen kann. Okay, ich zoome mal ein bisschen raus. Nein, ich zoome nicht raus. Ich guck mal lieber, was hier passiert beim Rundenwechsel. Wenn wir Autsch, gleich 2 feindliche Schiffe. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja. Das ist natürlich schlecht. Das ist nicht gut. Hier stehen die beiden. Ein stark angeschlagenes Barracuda-Wasserfahrzeug und eines mit 4,4. Ah, das ist gar nicht gut. Damit könnten wir aber mindestens... Nein, schaut mal hier in die Kampfvorschau. Wir haben einen 6er und warum können wir den nicht schlagen? 50-50 wäre es, weil er ein... Achso, die zählen die beiden Schiffe zusammen. Die addieren die. Na, ob das so... Weiß ich nicht. Da ist einer. Avenger-Tank unterwegs. Den fangen wir schon mal ab. Das ist ja gut. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn die gleich hier vorziehen. Ihr seht ja, wir wurden hier angegriffen, haben deshalb hier Sicht auf dieses Geländefeld. Wenn das umgekehrt auch gilt für die KI, dann wird er auch uns hier sehen. Das ist natürlich gar nicht gut. Kann sein, dass der gleich drauf geht. Hier haben wir... Naja, hier haben wir genug an Einheit. Dann ziehe ich... Schwer zu sagen. Ich ziehe den hier rein. Den ziehe ich hier rein. Hoffentlich geht das gut. Hier ist jetzt ein Barracuda fertiggestellt. Den werden wir wahrscheinlich gleich brauchen, um den anderen Barracuda hier zu ersetzen, denke ich mal. So, wir haben die orbitale Aufklärung erforscht. Da
Damit könnten wir eine sogenannte Operation bauen oder erzeugen in einer Stadt. Ich zeige euch das gleich mal einfach am lebenden Objekt. Ich zeige euch das mal hier. Eine Wunderblume, da haben wir ja den Barracuda fertiggestellt. Hier brauchen wir eher ein neues Bauprojekt. Und hier unter Operationen, na, wo haben wir es denn? Unter Gebäuden. Aufklärungssatellitenverbindung heißt dieses Gebäude, was wir bauen könnten und was dann alle drei Runden einen Satellitenscan uns ermöglicht. Das ist eine feine Sache für die Defensive, aber im Augenblick brauchen wir dringender Truppen, denke ich mal. Ich stelle mal noch einen Barracuda hier rein. Wir haben, das scheint mir am sinnvollsten zu sein, ja, mache ich mal. Okay. Lady Vermilion hat Streit mit fast allen anderen Fraktionen. Ich glaube, da könnten wir einen draufsetzen und die mal denunzieren. Wir schauen mal. Ja, alle anderen, ja, mit allen Streit. Und wir können uns jetzt wiederum bei allen anderen ein bisschen einschleimen, indem wir den Lichtorden beschimpfen. Oh, können wir nicht. Wir können nicht denunzieren. Wir können nur loben, seltsam. Offene Grenzen beenden, das ist ein Bug. Den hatten wir eben schon diskutiert in der letzten Folge. Ja, da können wir das leider nicht machen, schade. Übrigens, mit allen anderen haben wir, wir haben keinen Nicht-Angriffspakt mit der Noxium-Gesellschaft, brauchen wir aber auch nicht. Mit Terra Salvum haben wir den, mit Imperium ebenfalls. Schaut mal die Militärpunkte, wir haben 4 Militärpunkte auf der Skala von 1 bis 5. Sind genauso stark wie das Imperium, wie diese Militaristenfraktion. Lichtorden ist durchschnittlich, Noxium-Gesellschaft schlechter. Terra Salvum, die Ökopaxe auch Durchschnitt. Forschung auswählen. Tja, wir bräuchten irgendwas, mit dem wir gegen mechanische Einheiten gut vorgehen könnten. Das könnten zum Beispiel hier auch diese Lenkwaffen sein. Könnten Anti-Mech-Einheiten bauen. Vielleicht ein Panzer, der gegen mechanische Einheiten besonders kampfstark ist. Aber besser hier mit den panzerbrechenden Sprengköpfen. Die geben nämlich außerdem noch plus 25% allgemein an Bonus auf die Kampfstärke. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Das machen wir auf jeden Fall. Und hilft auch schnell. Langfristig fände ich das ja eigentlich besser. Fortgeschrittene induzierte Emission, deswegen Impulslaser. Ich mag eigentlich persönlich sehr diese Waffentypen, die Allrounder-Waffen sind. Hier dieser Impulslaser bringt plus 50% gegen alle. Ist, glaube ich, ah, das dauert zu lange, bis wir da sind. 6 Runden allein hier in dieser Spalte, die Text, und dann noch eine weiter. Das wären das vielleicht 8, 14 Runden, bis wir da sind. So lange möchte ich nicht warten. Ich gehe mal auf die panzerbrechenden Sprengköpfe. Und aber dann in 2 Runden fertig. Dann können wir vielleicht das nächste Schiff, das wir da bauen werden, mit einer solchen Einheit ausstatten. Oh, ich ahne Schlimmes hier oben. Haben wir eigentlich unten den Avenger-Panzer? Ist er nochmal aufgetaucht? Nein, ist er nicht. Eine Runde weiter. Ja, der ist direkt vor unserer Nase. Es hat aber nicht gereicht für einen Angriff. Und schaut mal hier rechts die Textmeldung. Die Militaristen Admiral Hyde hat Lady Vermilion den Kampf erklärt. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Dann sind die abgelenkt noch ein bisschen. Das ist ja die Lady Vermilion, die religiösen Fanatiker, und die Militaristen sind ein Stück weg. Das ist hier diese Fraktion, die Blauen. Ach, haben nur 2 Städte. Ich glaube, in der letzten Folge waren es noch 3. Ich glaube, da war hier noch eine. Müsste mich sehr irren, wenn das anders wäre. Kann sein, dass die Aliens hier aus diesem Alienbau herausgekommen sind und vielleicht eine Stadt vernichtet haben. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall haben die jetzt auch Zoff mit der Lady Vermilion. Das ist ja sehr erfreulich. Eiserz ist gewachsen. Prima. Einen weiteren Bürger setzen wir ein für die Mineralienproduktion. Wäre am effektivsten, obwohl wir da auch wäre am effektivsten, ja. Machen wir auch. Okay. Einheiten befehligen. Ja. Hier steht jetzt ein Feind uns gegenüber. Na, wir würden aber draufgehen, wenn wir den angreifen würden. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Können wir nur flüchten. Kommen wir in die Stadt rechtzeitig rein? Ja. Und hier in der Stadt haben wir einen stärkeren. Ja, hier den Barracuda. Der wird es aber auch nicht schaffen. Der hält da aus.
Ja, da gebe ich Fersengeld. Hier rein. Stattdessen ziehe ich mal mit dem hier vor. Okay. Noch eine Runde weiter. Jetzt haben wir sie. Da ist sie, die Serenity-Kanone. Mit der können wir jetzt neue Einheiten bauen. Einheiten, mit denen wir uns besser zur Wehr setzen können. Gegen fremde Schiffe oder gegen Avenger-Panzer beispielsweise auch. Und sind nicht mehr so, ja, so angreifbar gegenüber, so empfindlich gegenüber mechanischen Einheiten des Feindes. Da werden wir mal in der Werkstatt, im Einheitenbaukasten, entsprechende Spezialeinheiten zusammenbauen. Allerdings jetzt nicht mehr, das machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, tschüss.